Es gibt also immer wieder neue Gründe für Impfwut in Deutschland. Bei denen, die jetzt eigentlich geimpft werden sollten, bei denen sich Impftermine ganz aktuell verschieben, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo wir ja berichtet haben, dass dort aktuell ein Impfstoff für Erstimpfungen besteht. Aber auch bei denen, die losimpfen wollen, also vor allen Dingen bei den Ärzten dort, die sich immer häufiger fragen, ja, wo ist er denn nun, der Impfstoff? Und genau darüber wollen wir sprechen. Mit den Menschen, die losimpfen wollen, die voller Engagement sind in dieser Corona-Krise. Und das sind Sven Goldbach, der Chef eines Pflegedienstes, der uns zugeschaltet ist. Christine Lüttke, die ein ganzes Pflegeheim leitet, und der Krankenpfleger Thomas Jörs. Herr Jörs, lassen Sie uns mit Ihnen gerne anfangen. Ihnen allen schönen guten Abend, Herr Jörs. Wie groß ist die Impfwut mittlerweile bei Ihnen? Die Impfwut ist, es muss losgehen. Ne? Ich bin zum Beispiel immer noch nicht geimpft worden. Aber ich hoffe, dass das bald losgeht. So. Genau. Frau Lüttke, bei Ihnen im Pflegeheim, das sind ja die Ersten, die dran sind. Können Sie da sozusagen Vollzug melden? Ist bei Ihnen durchgeimpft? Ja, wir hatten Glück. Wir waren gleich am ersten Wochenende nach Weihnachten dran und haben jetzt die zweite Impfung erhalten. Was nach wie vor leider ungeklärt ist, ist, was wir mit den Bewohnern machen, die jetzt nach und nach bei uns neu einziehen. Denn 70% meiner Bewohnerschaft wechselt übers Jahr. Das heißt, mit der Herdenimmunität ist es dann auch nicht allzu lange hin. Deswegen warten wir schon sehnsüchtig auf weiteren Impfstoff. Herr Goldbach, Sie, habe ich gerade schon gesagt, leiten einen mobilen Palliativpflegedienst. Haben Sie schon Kontakt zu dem Impfstoff gehabt und zu Geimpften? Also wir haben das große Glück gehabt, dass die Hälfte unseres Personals relativ schnell drangekommen ist. Bei der anderen Hälfte ist es jetzt so, dass sie keine Termine mehr bekommen und auch Termine für Patienten, die wir machen wollten, sind nicht mehr zu bekommen hier in Hamburg bei uns, weil das Impfzentrum voll ist, die Hotline massiv überlastet und online wir nicht mehr durchkommen. Was fehlt Ihnen, Herr Goldbach, aktuell seitens der Bundesregierung? Wo brauchen Sie mehr Unterstützung? Was kommt Ihnen zu kurz? Also was ich finde, was eindeutig fehlt, ist die Kommunikation und Transparenz, dass wir sozusagen wirklich darüber informiert werden, was los ist, auch durch die Länder, also nicht nur durch die Bundesregierung, auch durch die Länder. Es wurde uns der Impfstoff angepriesen, dass er jetzt da ist, dass wir uns alle, also gerade auch in der ambulanten Palliativversorgung, wir uns relativ schnell impfen lassen können. Und letztendlich steht die Hälfte des Personals jetzt da und kommt nicht an den Impfstoff ran. Ich würde mir wünschen, dass man offener damit umgeht und sagt ja entweder es gibt ihn oder es gibt ihn nicht. Und wir sehen ja ganz klar, dass andere Länder es besser vormachen. Ich finde, Israel ist ein wunderbares Beispiel, die so viele Menschen schon durchgeimpft haben. Und da frage ich mich, warum wir das hier fürs Gesundheitspersonal und wirklich für die bedürftigen Menschen das nicht hinbekommen. Fragen wir uns ja auch jeden Tag und das mittlerweile schon seit Wochen, Herr Jörs. Wir sehen auch dann, wie die Politik darauf reagiert. Gestern die Kanzlerin, die sagt, na, pff, ich habe halt keine Produktionsstätte. Heute der Bundesgesundheitsminister, der sagt, na, Ländervergleiche, also das geht jetzt in dieser Zeit gar nicht. Finden Sie, dass das Schönrednerei ist oder haben Sie Verständnis dafür, dass die Politik so reagiert? Also das erleben wir von der Pflege ja seit über 30 Jahren, also dass Pflege viel, dass der Pflege viel versprochen wird, aber letztendlich nichts eingehalten wird. Ne? Wir brauchen einfach mehr Lohn und letztendlich ist es auch so, dass der Pflege überhaupt gar nicht zugehört wird, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, die die Arbeit der Pflege verbessern sollen. Das heißt, da, wo über Pflege gesprochen wird, da ist Pflege überhaupt gar nicht beteiligt. Da sitzen an dem Tisch überhaupt keine Pflegekräfte mit, die Ahnung davon haben, was Pflege überhaupt ist und was das bedeutet, mit Menschen umzugehen und für die da zu sein und ihnen helfen zu wollen. Frau Lüttke, letzte Frage an Sie. Finden Sie die Erklärungen der Politik nachvollziehbar im Moment dafür, dass eben der Impfstoff so tröpfchenweise nur ankommt und es jetzt sogar in Nordrhein-Westfalen erstmal wieder einen Impfstopp gibt? Naja, den Impfstopp haben wir hier in Bayern auch und ich finde es nur zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, weil man ja durchaus sieht, dass es in anderen Ländern vorangeht und bei uns eben nicht. Und da muss man schon mal die Frage stellen, wer hat sich denn da langfristig Gedanken gemacht?
Weil es geht ja nicht nur um uns in den, sag ich mal, Institutionen, in den Pflegeeinrichtungen, ambulanten Diensten, sondern es geht auch um die pflegenden Angehörigen. 2/3 aller Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause versorgt. Auch die haben momentan keine Chance auf ein Impfangebot und warten genauso sehnsüchtig. Dann nochmal die Nachfrage. Das ist die Frage, die ich mir am meisten stelle. Wie erfahren die denn überhaupt, wann sie dran sind? Denn das ist ja, also die findet man ja im ganzen Land schon gar nicht. Wie erfahren die, dass die dran sind mit dem Impfen, die eben nicht in Heimen wohnen? Also eigentlich per Post. Eigentlich. Aber ich weiß, bei mir im Landkreis ist der Brief noch nicht versendet worden, weil man ja auch davon ausgeht, dass es jetzt im Momentan noch gar nicht so schlimm ist, dass der Brief noch nicht angekommen ist, weil es gibt ja eh keinen Impfstoff. Also so absurd klingt es dann. Danke Ihnen drei für diese Diskussion sozusagen an der Impfbasis, an der Pflegebasis und für Ihre Eindrücke dort wirklich vor Ort. Herzlichen Dank. Ihnen einen schönen Abend. Gerne. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.